werde ich meinen Untertanen nicht eine ungewisse Zukunft aufzwingen. Sie sollen ihren Glauben ausüben dürfen, gleich welcher Konfession, katholisch oder protestantisch. Eure Königin ist nun in Schottland. Maria wurde zur Herrscherin Schottlands, nachdem sie über 10 Jahre lang fort war. Elisabeth I. saß auf dem Thron von England. Es gab 2 Königinnen, denn Maria hatte kraft Geburt auch einen Anspruch auf den Thron. Maria und Elisabeths Beziehung war unglaublich kompliziert. Auf der einen Seite die Sehnsucht nach einer Verbindung, das Verständnis für jemanden, der in derselben Position ist. Gleichzeitig bedeutete das Überleben der einen den Tod der anderen. Ihr werdet Schottland ausrichten, dass wir die Stuarts lieben wollen wie Geschwister. Wir erwarten ihre Liebe im Gegenzug. Maria war eine Bedrohung für sie als Frau, weil sie einen Thronfolger geboren hatte. Elisabeth hatte geschworen, das niemals zu tun. Das Frühjahr bringt die Frucht des Leibes. Einen Erben Schottlands und Englands. Wir können sie nicht Namen für eure Nachfolge bestimmen lassen. Es ist nicht die Zeit, nachzugeben. Sein Hauptziel war es, den Protestantismus zu erhalten. Und Maria als prominente Katholikin suchte einen Weg zurück nach England. Es muss sie gequält haben, einen anderen Monarchen, noch dazu eine Frau hinrichten zu lassen. Sie hat etwas von sich selbst in Maria gesehen und sie sah, dass es leicht auch genau andersherum hätte kommen können. Ein Teil von ihr wollte wirklich, dass Maria Erfolg hat, um zu zeigen, dass man auch mit dem Herzen herrschen kann. Auf der anderen Seite durfte Maria nicht erfolgreich sein, England zuliebe. Sie schob das Ganze von sich weg, bis sie keine andere Wahl mehr hatte. Maria Stuart, Königin von Schottland, ab 17. Januar im Kino.